Willkommen zurück, meine Freunde, zu einer neuen fantastischen Folge von Let's Play Persona 5. Wir stehen momentan in der Einkaufspassage von Shibuya und unsere Mission ist, wir müssen jemanden Zwielichtiges finden, der uns einen kleinen Briefumschlag anbieten will, denn wir erinnern uns, es gehen hier Gangster um, die Schüler ansprechen, denen eine einfache Nebenbeschäftigung anbieten, wo sie schnell Geld verdienen können, dann kriegen die Schüler einen kleinen Umschlag, da sind Drogen drin, die müssen die überbringen und später wird man dann damit erpresst, damit man immer weiter für die Mafia arbeitet und hier steht schon wieder Makoto und ich glaube, die spioniert uns nach. Ja, wir ermitteln hier. Ja, doch, ich glaube, die folgt uns. Ich glaube wirklich, die folgt uns. Weil das ist schon auffällig, die ist ständig genau da, wo ich gerade am Untersuchen bin. Hallo Officer, irgendwas Verdächtiges gesehen? Nein, Polizei hat nichts. Das ist ja genau das Problem hier. Polizei kann nichts machen, nur die Phantom Thieves können hier den Tag retten. Das geht mir... Boah, was hat der von geilen Hoodie an, hä? Einen goldenen Totenkopf hinten drauf. Ah, okay, die reden hier offenbar nur über Mode. Keine Ahnung. Aber es heißt ja, ich meine, sein Zeug sieht schon ein bisschen extravagant aus, ne? Es heißt ja, dass die Leute, die hier für die Mafia arbeiten, dann gerne mal anfangen, plötzlich ganz viel Geld ganz offen auszugeben. So, ich bin beschäftigt. Das sieht schon, also... Ja, nein, ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie ein Gang-Logo, aber... Es gibt viele Klamotten mit so Totenkopf-Symbolen drauf, also... Das sieht auch irgendwie cool aus. Ich will auch so eine Jacke. Oder ein Pullover. Oder was auch immer. Ja, hat mich nicht zu interessieren. Steven Spielberg, bist du's? Das hat eine gewisse Ähnlichkeit, oder? Okay, ja, wir mögen's direkt. Bist du Teil der Mafia? Hm? Nein, ich hätte gerne einen Teilzeitjob. Okay, der weiß nichts. Was? Hä? Also er sagt, ich soll mit jemand anderem reden. Don't play dumb with me, introduce me. Stell dich nicht dumm! Okay, alles klar. Ich soll zum Bahnsteig gehen. Ja, alles klar. Also die anderen kommen auch hier zu... Achso, ich dachte, da steht die schon wieder, die Makoto. Aber nein, hier ist An. Na, An, irgendwas rausgefunden? Achso, okay. Die Person soll wohl angeblich aussehen wie ein Obdachloser. Aber nicht gesehen, kann ich was? Ach, Alter, kann aber auch nichts machen hier. Nie darf ich Spaß haben. Richtig unfair. Okay, ich muss einen Obdachlosen finden. Oder zumindest jemanden, der aussieht wie ein Obdachloser. Irgendwo hier vorne ist Ryuji. Okay, Ryuji meint, der Obdachlose, den wir suchen, ist irgendwo in der Nähe der Construction Area, also... Nee, hier nicht. Also irgendwo, wo gerade noch was gebaut wird oder so. Ah, hier. Da ist er, okay. Der Obdachlose, oh lol, der ist ja wirklich... Das ist ja... haarig hier, Oder ist das eine Kapuze? Nein, ich glaube, der hat echt schon eine Weile keinen Friseur mehr gesehen. Ich sollte darüber keine Witze machen. Obdachlosigkeit ist nicht lustig. Bewegen sich die... Nee, ich glaube, das ist nur ein Grafikglitch, oder? Das sah so aus, als ob sich die Kiste da im Hintergrund bewegt. Egal. Ja, hey, was,
Geht ab. Ich hätte gern einen Teilzeitjob. Ah ja. Okay, also der weiß was. Ja, die Mafia ist böse, das weiß ich. Ah, ich will die trotzdem treffen. Ja, okay. Also er sagt uns, nach wem wir Ausschau halten sollen, damit ich ihm natürlich aus dem Weg gehen kann. Das ist, ja, das, danke. Genau dafür brauche ich auch die Information. Kannst du mir ruhig anvertrauen. Und die benutzen Codewörter. Ja, ich habe was rausgefunden. Ich sag das jetzt nochmal für den Fall, dass ich das hier schneide. Das weiß ich immer erst hinterher, ob ich das tue. Entscheide ich kurzfristig sowas. Wir haben 3 Spuren. Ryuji hat irgendwas von einem Typen in der Nähe des Eingangs zur U-Bahn. Ich weiß jetzt natürlich nicht, welcher Eingang, aber den finde ich jetzt schon. Gehört, der irgendwas von wegen starken Drogen faselt. Ich glaube aber, das ist ein bisschen zu offensichtlich, weil der Obdachlose, den wir befragt haben, hat ja was gesagt von wegen, die benutzen Codewörter. Ahn meinte, sie hat was von einem gehört, der was über einen hochbezahlten Job erzählt, der redet aber nur Mädchen an. Und Yusuke hat meiner Meinung nach die beste Spur, denn der hat hinter der Arcade, in der Spielhalle, was von einem gehört, der seltsames Zeug über Eis und Gemüse, beziehungsweise darüber reden, dass es morgen Schnee geben soll. Und jetzt leite ich das einfach mal ab zu den Drogen, die ich so kenne. Eis, also gestoßenes Eis. Wie sieht das aus? Crystal Meth, klar. Gemüse wird wohl Gras, also Marihuana sein. Und Schnee ist Kokain, klar. Also das würde es ein bisschen eher zu dem passen, was uns der Obdachlose gesagt hat. Habt ihr irgendwas hier? Irgendwas? Soll hinter die Arcade... Oder seid ihr zwei damit... Oh ja. Die sehen... interessant aus. Der Typ sieht aus wie ein Bräutigam. Der hat eine Rose angesteckt. Blablabla, bla, bla, Schicht ist vorbei. Okay, vielleicht sollte ich einen neuen Job finden. Ja, das klingt schon eher nach dem, was wir brauchen. Die reden jetzt auch über irgendwelche Leute in der Gasse. Mensch, wo? Aber wo denn? Hinter der Arcade. Soll hinter der Arcade sein. Aber da ist doch nichts. In die Arcade rein darf ich nicht. Oder muss ich das irgendwie erst triggern? Sind die wirklich hier hinten und ich muss erst mit jemandem ganz bestimmt reden? Hey. Okay, also er doch nicht. Ich dachte jetzt vielleicht, okay, er ist wirklich der von der Mafia und so. Ist hier noch irgendwas? Achso, der. Okay, alles klar. Also Yusuke kann uns nicht helfen, aber es ist die Gasse vor der Arcade gemeint. Also die hier. Ja, ich habe was getriggert. Okay. Oh. Und schon wieder... Die schnüffelt mir doch noch. Ich hab's gewusst. Tja... Shibuya ist halt groß, ne? Wundert dich nicht, dass ich noch nichts rausgefunden habe. Hey, Dude. Und wen haben wir denn da? Gott, sieht das Hemd lächerlich aus. Okay, ein übermäßig freundlicher Typ. Ja, das ist er. Makoto, lass mich mal besser reden.
reden. Okay, sie gleich wieder. Hey, mit Lieferjob, meinst du damit irgendwelche verdächtigen Materialien? Irgendwelches verdächtiges Zeug, hm? Lass mich mal bitte reden. Hm. Ganz ruhig, Mädchen. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Gewalt ist keine Lösung. Damn. Shut up. Das hast du ja toll hingekriegt. Was redest du da? Natürlich war der von der Mafia. Bist du bescheuert? Die hatten hier voll die Tour versaut. Ich hoffe, das ist sarkastisch gemeint. Die Scheißratte in dem Müllsack da hinten hat gemerkt, dass der Typ von der Mafia ist. Sag mal. All right, then. Hm. Ja, okay, gut. Ja, wollen wir uns treffen? Ja, klar, warum nicht? Was? 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 Von Karaoke hat keiner was gesagt. Arne hat gesagt, ich sehe euch morgen beim Karaoke. Hä? Wann haben wir denn entschieden, dass wir Karaoke machen? Ich mache kein Karaoke. Oh. Hello. Ach, hi. Wo hast du eine Nummer? I'm sorry. Alright then. Hey. Oh, yeah. Ja, ich rede manchmal mit Mädchen. Hast du damit ein Problem? Meine Eltern wären froh, wenn ich öfter mit Mädchen reden würde. Meine Eltern wären froh, wenn ich mit Eltern reden würde. Nein. Also auch mit anderen Eltern, mit den Eltern eines Mädchens, mit der ich höre jetzt auf zu labern, das wird peinlich. Okay. Makoto hat meine Nummer von Sojiro. Wir sollten ihn als Sicherheitslücke notieren. Ja, ich weiß ja, also wie gesagt, ne, Makoto wird uns irgendwann mal noch helfen und uns auch als aktives Gruppenmitglied in den Dungeons zur Verfügung stehen. Deswegen, ich weiß ja, dass Makoto eigentlich eine gute ist. Kann ich ihm jetzt eigentlich noch helfen? Oder heute nicht mehr? Okay, doch, darf ich machen. Und ja, das mache ich. Ich check mal nochmal ganz kurz. Weil jetzt dürfte ja mein Rang um 1 steigen. Ich habe auch noch keine neue Fähigkeit. Erst dann auf Stufe 4, aber wir machen es trotzdem. Ja, und während wir das tun, nochmal, ne? Eigentlich, wir hatten den... Das verstehe ich jetzt gerade wieder nicht vom Spiel. Was war denn das jetzt bitte für eine Aktion? Wir hatten den Typen doch. Wir wissen, da ist ein Typ in Shibuya, der redet Leute an wegen einem Nebenjob.
irgendwas von wegen Sachen transportieren. Wir wollten rausfinden, wer sein Boss ist. Hätten wir dann nicht erstmal den Nebenjob annehmen können und dann irgendwie gucken, ob wir dann quasi als Insider in Anführungszeichen was rausfinden, ha? Und dann kam Makoto und hat's mehr oder weniger kaputt gemacht. Wir hatten doch schon einen dieser Mafiosi am Haken, Mann! Aber gut, okay, man muss natürlich hier der Story des Spiels folgen, ne? Medium fein. Ja, oh Gott sei Dank. Er hat gerade irgendwas übers Currymalen geredet. Also ihr könnt ja das Video nochmal, falls es euch interessiert, was der gesagt hat, zurückklicken. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas übers Curry machen. Ach nee, Quatsch. Nicht übers Curry machen, sondern übers Kaffeebohnen malen. Sorry. Ach. Ich bin müde übrigens, sollte ich vielleicht sagen. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt gerade hier auf meine Art zu reden auswirkt oder so, aber ja, ich bin ein bisschen durch. Was, wer? Sorry. Okay, ich mische mich mal nicht in seine Sachen ein, sondern frag einfach, brauchst du meine Hilfe nicht mehr? Ja. Okay, ich soll noch abwaschen. Und ich dürfte jetzt... Ja. Stufe 3. Erreicht haben. Das wirkt sich jetzt zumindest erstmal auf die Personas aus, die Hierophanten. Persona, was ist eigentlich ein Hierophant? Ach, ich weiß es auch nicht. Egal. Wir sind für heute fertig. Oh, hallo, es ist Akechi schon wieder. Ja, wir treffen uns schon wieder. Akechi weiß schon längst, dass wir das sind, oder? Weil, ich meine, okay, er taucht jetzt neuerdings ständig hier auf, an unserer Haltestelle hier, und fragt uns irgendwas über die Phantom Thieves. Ich meine, woher soll ich denn was darüber wissen? Ich sag jetzt einfach mal, ich spiel mal dumm, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Kein Plan. Ja, klar. Ja, wie gesagt, ne, also er ist so ein bisschen strange, finde ich, weil er ist halt so übermäßig freundlich auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ich weiß definitiv, dass er kein, also er ist zwar ein Confident für uns, ne, also es gibt eine Persona von ihm, ich weiß gar nicht mehr, was war denn das kleine Mal? Irgendwas hatte der doch. Egal, also er ist auf jeden Fall so ein Confident von uns. Und er ist aber definitiv kein Gruppenmitglied, das weiß ich. Man kann Akechi nicht als Gruppenmitglied freischalten. Und deswegen stellt sich... Und man kann ja bisher auch nicht so wirklich Zeit mit ihm irgendwie verbringen. Mit allen anderen konnte man ja bisher irgendwas machen, aber mit ihm halt nicht. Ihn hat man einfach so bekommen und dann fertig. Dann... Okay, er redet ab und zu mal mit uns, aber... We're going nowhere with this. Hey, can't we ask Miss President to change it up? You mean, change our target? Just gotta show our justice to satisfy her, right? Nee, ich glaube, die will schon ganz speziell, dass du diesen Mafia-Boss ausschaltest. Ja, okay. Mal weniger über Akechi, sondern mehr hier über unsere Freunde. Okay, die sitzen offenbar gerade in irgendeinem Karaoke-Club. Und Ryuji will Makoto fragen, ob sie uns vielleicht ein anderes Ziel geben kann, weil ein Mafia-Boss ist natürlich schon ganz schön heavy. Ich weiß aber ehrlich gesagt jetzt mal so unter realistischen Gesichtspunkten auch nicht, was die sich dabei denkt.
but that mafia is stealing money from kids. We can't just accept that. It doesn't matter who the target came from anymore. An's right. We want to give courage to the weak. Isn't this the perfect target to accomplish that goal? They really have no talent. Never thought it'd be this noisy if you weren't singing. Anyways, I'm sure we'll shut a catchy up if we pull this off, but... That's exactly why we should do it. It all comes down to intel in the end. If we don't start finding tips on that front, we'll never get any further than this. There has to be someone who has what we need. Ja, also klar, ne? Es wird wahrscheinlich kein Zurück von diesem Ziel geben. Aber das Problem ist halt, wir haben momentan halt noch überhaupt keine Hinweise, ne? Das haben die jetzt auch gesagt in dem Dialog gerade. Aber das Ding ist, wir hatten doch eine zwei Wochen Zeitfrist, ne? Und die ist ja schon angelaufen. Bisher haben wir diese Frist immer erst bekommen, als das Ziel schon feststand und wir in den Palast durften und so. Aber jetzt läuft die Frist schon und wir wissen noch nicht mal, wer das Ziel eigentlich ist und durften noch nicht ein einziges Mal in den Palast. Also, ich weiß nicht, das wird vielleicht dieses Mal ein kleines bisschen knapp, oder? Ja. Ja, denk mal einer bitte für mich nach. Bin gerade. Seriously drawn a blank. Ja. Wait, kein Plan. Journalist. Wer? Welche Journalist? Who was staking out Madarame's house? Ach, die, ja, stimmt. Oh yeah, I completely forgot about her. Du bist ja nicht der Einzige, der dich vergessen hat. Didn't she give you her card? Ah, warte mal, hat die auch in dem Fall ermittelt oder was? Also sie ist vom Mayasa Newspaper, die Frau. This is for a rather major publication. Think we can trust her? There's no other way. Okay, let's contact her. Ja, okay, also wir haben nicht mehr viele Spuren. Yes. Zu dem Mafia-Boss. Aber es gibt da halt noch diese Journalistin. Happy hour's over, yeah? Eh, come on, let's just go. How wasteful. Anyways, I guess we just gotta wait for that journalist to email us back. Let us know ASAP when she responds. Got it? Ja, ja, alles gut. Okay, also die nächste Spur, die wir verfolgen können, ist diese Journalistin. Ich habe aber jetzt schon wieder auch selber völlig vergessen, wer das genau war und was die hier irgendwie damit zu tun hat. Ja, bla bla bla, ich bin schon da, Serien. Oh, ich kann ihm nochmal helfen? Könnte ich machen. Warte mal. Next time, then. Kann ich erstmal speichern? Ja, sehr gut, denn die Folge, Leute, ist leider schon wieder zu Ende. Ja, noch ist nicht allzu viel los, ne? Wir müssen erstmal rausfinden, wer der Mafia-Boss ist. Wie gesagt, die Spur in Shibuya, die hat uns Makoto leider verjagt, beziehungsweise ich glaube, das Spiel wollte natürlich an der Stelle noch nicht, dass wir da schon was rausfinden. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Ich hoffe, ihr seid gespannt drauf und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über einen Like oder einen netten Kommentar freuen, das wisst ihr ja. Und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal. Haut rein!